Dieses Selbstgespräch, das du dir jetzt anhörst, wenn du dir es anhörst, wird das Wichtigste sein in deinem ganzen Leben. Ich kann nur von vorneweg wieder sagen, ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Es wird alles verändern, weil ich dir jetzt erkläre, wann die Endzeit ist, wo du die Weiche stellen kannst in eine vollkommen neue Welt. Mit vollkommen neuen, von dir bis jetzt noch, bis dato ungeahnten Möglichkeiten. Du solltest dir die Zeit nehmen, sehr aufmerksam zuzuhören, gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst. Ich biete dir jetzt eine Möglichkeit, ich öffne dir die Tür in eine Welt, die christliche oder religiöse Menschen Himmelreich nennen. Der letzte Tag deiner jetzigen Welt ist der 12. April 2022. Du musst dafür die Weichen stellen. Ich erwähne immer vorneweg, du bist zurzeit in einer Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Es hat nichts und niemand, den du dir ausdenkst, deine Überlebenschance. Das heißt, alles Existierende fällt schon wieder in sich zusammen, wenn du es nicht mehr denkst. Aber viele Sachen wiederholen sich. Zum Beispiel der Brösel, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Körper denkst. Wobei der jedes Mal von Augenblick zu Augenblick neu erschaffen wird. Betonung liegt auf Affen. Und zwar spielt sich dieses Spiel in einem ewigen Hier und Jetzt ab, von Moment zu Moment. Und du veränderst dich innerhalb deines Lebens vom Säugling bis zum Greis. Aber was sich dabei nicht verändert, bist du selbst, der Geist, der das erlebt. Ich weise da immer wieder darauf hin, das, was ich jetzt sage, ist nicht verhandelbar, das ist hundertprozentig sicher und jeder von dir ausgedachte 13-Jährige, normal gesprochen, kann das hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen, was ich sage. Was natürlich im Hintergrund mitspielt, ist die Matrix. Und ich will nicht so lange ausufern, sondern ich mache jetzt dieses Endzeit-Update. Nimm dir die Zeit, sehr aufmerksam, mir geistig zu folgen oder lass es sein. Den Rest wirst du gleich mitkriegen, was ich damit meine. Ich übertrage mal den Bildschirm dazu. Und wir fangen das ganz kurz, gleich von vorne weg, mit einem Video an. Das ist dieses Video. Und da hören wir kurz rein. Wir spielen das einmal ein bisschen durch. Das ist ein astrologisches Video. Da geht es um die kümische Hochzeit. Und ich sage jetzt gleich von vornherein, das, was du jetzt vor dir hast in einer gewissen Entfernung, ist ein Monitor, der sich auf deiner VR-Brille befindet. Du spielst zurzeit ein Videospiel, eine offene Welt und du bist derjenige, der den Joystick in der Hand hat. Das, was du jetzt siehst, ist ein Monitor mit einem Pixelmännchen drauf und da hören wir uns jetzt einige elementare Sachen dazu an. Gut, beginnen wir am besten mit der Frage der Zeitlinien. Zeitlinien ist ein Thema, was ja nicht neu ist. Die Menschen haben immer wieder mal andere Zeitlinien in Anspruch genommen. Immer dann, wenn ein bestimmtes Kollektiv gespalten war, sind neue Zeitlinien eingeschlagen worden. Unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Zeitlinien ist jetzt kein esoterisches Argument oder eine esoterische Betrachtung, sondern Zeitlinien sind auch in der Physik bekannt, in der alternativen Physik müsste man sagen. Schon in der universitären, aber doch eher alternativen. Das ist keine alternative Physik. Es geht hier um die Mehrweltentheorie von Alfred Wieler. Wobei ich jetzt gleich von vornherein sage, du denkst dir jetzt dieses Pixelmännchen aus, es ist ein Gedanke und du musst anfangen, das erste und das zweite Gebot zu halten. Das ist nicht verhandelbar. Das beginnt, mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Geist, ein träumender Geist. Und schon dieses Wort träumender Geist, auch immer wieder müssen wir rot schreiben, das steht für etwas, was in keinster Weise als Ding an sich existieren kann. Das ist die Grundvoraussetzung für ewiges Leben. Du träumst jetzt, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst und dieses Pixelmännchen kann sich nicht raussuchen, was es dir jetzt erzählt. Und wenn du sehr aufmerksam zuhörst, wirst du feststellen, dass das natürlich noch sehr raumzeitlich ist, dass da irgendwelche Menschen irgendwas getan haben. Ich kann dir nur sagen, es gibt nur ein ewiges Hier und Jetzt, egal
an welche Menschen du denkst, sie entstehen hier und jetzt, wenn du sie denkst, und die werden genauso sein, wie du sie denkst, auch charakterlich. Ob das Politiker sind, ob das Heilige sind, du erschaffst die für einen Moment, da sind die Worte da, und wenn du sie nicht mehr denkst, dann sind sie wieder weg. Das ist hundertprozentig sicher und nicht verhandelbar. Die Zeitlinien, von denen hier gesprochen wird, das ist letztendlich, in Ich bin du, habe ich ein ganz simples Beispiel. Das ist das Autobahnbeispiel. Du stellst dir jetzt ganz normal als Brüssel vor, du fährst mit dem Auto durch Deutschland und dann wirst du feststellen, dass du an Kreuzungen abbiegen kannst. Du kannst auf der Autobahn, wenn du an der Kreuzung kannst, kannst du geradeaus fahren. Beim Autobahnkreuz kannst du rechts fahren oder links fahren. Und je nachdem, wie du fährst, wird sich die Zukunft, was du jetzt Zukunft nennst, was sich als nächstes in dir abspielt, in einem ständigen Wechsel verändern. Jetzt ist es aber so, dass diese Landkarte mit den ganzen Kreuzungen sind ein Videospiel einer offenen Welt. Das heißt, du läufst jetzt als Spielercharakter mit einer VR-Brille imaginär, du hast den Joystick in der Hand durch deine Traumwelt, dann wirst du in Bewegung gesetzt. Das heißt, du sitzt eigentlich vor deinem Computer, glotzt auf dem Bildschirm oder in einer modernen Form, du hast deine VR-Brille auf und das sind ständig wechselnde Bilder. Und das erzeugt in dir die Illusion, dass du dich durch Raum und Zeit bewegst. Und jetzt kommst du an eine Kreuzung und du triffst jetzt die Entscheidung, nach rechts zu laufen oder zu fahren oder nach links zu fahren. Und du wirst feststellen, dass der Fluss der Bilder, diese Illusion, dass du dich durch den Raum und durch die Zeit bewegst, im Prinzip nicht abreißt. Du wirst aber auch andere Bilder zu sehen bekommen, wenn du nach rechts fährst oder nach links fährst. Und das sind jetzt diese Entscheidungen, die du triffst. Das ist ein ganz simples Beispiel mit dem Autobahnbeispiel. Das steckt da mit drin. Und das ist jetzt das wirklich Entscheidende, ist nicht, dass du von zwei oder mehreren Möglichkeiten immer eine auswählst. Es ist wie, wenn du auf Gleisen fährst und die Schienen, die Weiche, stellt die Schienen in gewisse andere Richtungen. Es bleibt dieser illusionäre Zeitfluss erhalten. Ab dem 12. April kannst du das durchbrechen. Ich springe jetzt hier nur etwas rein, weil du kannst dir das danach in Ruhe anhören. Und zwar fahren wir jetzt einmal hier auf 3 Minuten an den Spiegel hin. Ich mache nur elementare Punkte, weil das wichtig ist, dass ich die anspreche. Wie funktioniert das überhaupt? Das ist die Frage, wie entsteht überhaupt Realität? Das ist die Frage, die kann man nicht ausklammern. Wie entsteht Realität? Beroschet im Kopf eines träumenden Geistes. Was wir hier auf der Erde erleben, ist sozusagen, so müsste man das sehen. Jetzt zuerst einmal das Wort Erde, ganz einfach das deutsche Wort Erde in 2 Silben aufgeteilt. In Er mit 70, 200 heißt erweckt und die E 4, 70 heißt Wissen. Es ist erwecktes Wissen. Die Erde, die du erlebst, auf der du dich zu befinden glaubst als Trockennasenaffe, ist das in dir erweckte Wissen, das sich aber von Moment zu Moment, von Gedanke zu Gedanke, von sinnlich wahrgenommenen Augenblick zu sinnlich wahrgenommenen Augenblick ständig verändert im Hier und Jetzt. Ein hochauflösender dreidimensionaler Bildschirm. Wir müssen diesen Ich nenne das VR-Brille. Vergleich einfach wählen. So, und in diesem hochauflösenden dreidimensionalen Bildschirm wird sozusagen eine Realität entworfen. Wer entwirft diese Realität, das magst du, und zwar in Maßsetzung deines Intellekts. Und ich betone immer und immer wieder, wir machen hier kein Science Fiction. Das, was Holofeeling dir erklärt, ist das Weltbild des 3. Jahrtausends. Es ist ein vollkommen neues Weltbild, das sämtliche bisherige Sichtweisen als Untersysteme integriert, von dem du niemals hören wirst, dass irgendein Gedanke, eine Kleinigkeit, die in dir als Information auftaucht, unwichtig wäre oder falsch wäre, durchaus eine Falle sein kann, wenn du nicht bereit bist, das zu opfern für einen komplexeren Gedanken. Das ist diese Hierarchie von Kollektion, Selektion, wo überreichlich, man achte auf das Wort Rei, R-A-I, rot gelesen heißt das dann mal im Kopf des Schöpfergottes, und es ist ein Spiegel. Und es sind Spiegelungen von Spiegelungen, eingegangen bin. Und diese Realität nehmen wir dann wahr und so, ja, so echt, als wäre sie wahr. Ich kann es nicht anders formulieren. Also pass auf, es ist ganz einfach. Es muss eine Information in deinem roten Kopf sein, sonst kannst du es nicht sehen.
bin ich in die vorhergehenden Selbstgesprächen reichlich drauf eingegangen. Du siehst nur deine eigenen Informationen, du Geist, ich rede immer nur mit einem Geist. Du siehst immer nur deine eigenen Informationen und du Geist bist der Einzige, der diese Informationen erlebt. Gleichgültig, ob das jetzt bewusst oder unbewusst gedachte Gedanken oder sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Um das nochmal abzukürzen, wenn dir jemand jetzt auf dein ausgedachtes Bein oder Fuß schlägt oder draufsteigt, wirst du das erst spüren, wenn das Signal in deinem Kopf als Information angekommen ist. Ich bleibe in deiner normalen Logik. Ob da überhaupt ein Fuß da ist, wenn du nicht an ihn denkst, ist eine andere Frage. Ich sage, die beantwortet sich hundertprozentig sicher von selbst. Du musst nur wissen, dass immer nur das existiert, was jetzt als Information vorliegt. Und sobald es nicht mehr existiert, das heißt, sobald du etwas nicht mehr denkst oder nicht mehr anschaust, ist es weg. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, wenn du das zweite Gebot bringst, dass du jetzt an was denkst und glaubst, es ist hundertprozentig sicher, dass das, was du jetzt denkst, auch unabhängig von dir da außen, außerhalb deines Kopfes existiert. Das ist geistlos nachgeäffter Blödsinn von Trockennasenaffen, die sich auch Physiker und Nobelpreisträger nennen oder Pfarrer nennen, weil sie glauben, mein Jesus hat es in der Vergangenheit gegeben, bevor sie ihn sich ausgedacht haben. Ja. Nur die Schöpfung für diese Realität. Man achte auf das Wort Schöpfung. Man muss unterscheiden. Bara heißt schöpfen, aus sich etwas herausschöpfen. Du bist immer und wir Geist sind immer. Das sind aber nur zwei, JCH und ICH Rot. Und wir schöpfen aus uns etwas heraus in einer Form von Experimenten. Ein Lernprozess, Ex heißt herausgereden, Bari heißt um uns herum und Mendio nochmal, das Fundament heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das nenne ich Gedankenwellen, die in dir auftauchen und von Gedanke zu Gedanke sich ständig verändern. Schöpfen ist wichtig, ist was anderes wie Erschaffen. Erschaffen tun etwas, Affen erschaffen was. Das ist aber das, zum Beispiel ein Computer erschafft was, ein Smartphone. Aber das sind lauter ausgedachte Dinge und ich kann nicht oft genug sagen, es ist kein Unterschied, ob du dir jetzt einen Computer ausdenkst, ein Gehäuse mit einem Computerchip und einer Software oder einen Affen, ein Säugetier mit einem Gehirn und einem gewissen Instinkt-Intellekt. Es sind alles ausgedachte Dinge, die sind schon wieder weg, wenn sie nicht mehr gedacht werden. Ob dir das passt oder nicht, wenn du Geist bist und ich betone jetzt aus Liebe, ich warne dich, ich drohe dir nicht, du wirst bis in alle Ewigkeit die nächsten 1000 Jahre leiden, wenn du diese Chance, die ich dir jetzt biete, bis zum 12. April nicht nutzt. Die wir auf diesem 3D-Bildschirm wahrnehmen, findet nicht hier auf dieser Erde statt, sondern findet auf einer ganz anderen Ebene statt, nämlich... Wir nennen das das Jenseits. Das findet alles in deinem Kopf, im Kopf eines träumenden Geistes. Bereshit, hinter meinen, das erste Wort in meiner Dora. Bereshit, inmitten dieses Kopfes werden Himmel und Erde erschaffen. Und ich behaupte, dass ich du bin. Man könnte sagen, auf der Astralebene. Die Astral, Astruo heißt nicht nach ausgestreut. Das Astral, das Astruo ist nicht ausgestreut. Es bleibt in dir. Es geht aus dem absoluten Mittelpunkt, geht es nur in dein Inneres als Information. Und diese Information ist jetzt ja eine ausgedachte Information. Kannst du zu einer Außenformation machen, das heißt dann definitiv, du realisierst es auf deiner VR-Brille. Dann bleibt es aber trotzdem eine sinnlich wahrgenommene Information. So, und jetzt machen wir da gleich, das kannst du dir ja in Ruhe annehmen. Ich will nur wesentliche Punkte ansprechen, weil Astralebene, so esoterisches Geschwätz, darum betone ich immer wieder, wir machen hier kein esoterisches, kein religiöses und kein geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem zuerst einmal, was hundertprozentig sicher ist. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist Geist, ein träumender Geist, etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann, weil du ein ewiger Geist bist. Und alles, was in dir als Information existiert, das sind die ständig wechselnden Informationen eines träumenden Geistes. Das ist mein Beispiel mit der 200 Gramm roten Gnede, die sich ständig umformt, ohne dass sich an der Gnede was verändert. An dir hat sich dein ganzes Leben nicht das Geringste verändert. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Information du anschaust, egal mit welchen Gedanken du dich jetzt verwechselst, wenn du jetzt dich als 10-Jährigen denkst oder als 20-Jährigen denkst. Es ändert nichts an dem, der sich seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Das ist hundertprozentig sicher.
wünscht oder überlegt oder mit einem großen Bewusstsein eine andere Realität. Eros. G steht für Geist und das Ros kann man auch Rosh oder Resch aussprechen. Das ist das hebräische Wort für den Kopf. Der Geist ist der Kopf und dieses der Geros, Jesus ist das Ross, das Pferd, der große Kopf und der kleine Kopf. Realität sich schöpft. Erstmal. Und aus diesem Geist, aus diesem Geros, aus diesem Sus schöpfst du etwas heraus. Aus ich, aus mir, nämlich dich und du, aus dir, Tier, dir, D-I-R gelesen, rot heißt das dann mal der Wohnungsinhaber und der Mieter. Du wohnst zurzeit mehr oder weniger in einer Welt, in einer Traumwelt und ich bin der Wohnungsinhaber. Sich schöpfen möchte und dann sich auch diese andere Realität schöpft. Und du kannst auch eine andere Realität aus dir herausschöpfen, eine komplett andere Realität mit komplett anderen physikalischen Gesetzen. Alles, was möglich ist in einem Videospiel, ist nur eine Frage, wie das programmiert ist. Dann kannst du dir Menschen erschaffen mit zwei Herzen oder fünf Augen, was du willst. Es ist nur eine Frage, im Anfang ist das Programm. Ich mache hier keine Science Fiction, es ist die Realität, die du jetzt, wann denn sonst, greifen kannst. Du musst dazu aber dein Programm ändern und das besteht darin, dass du den Intellekt erweiterst, dieses ganze jetzige extrem fehlerhafte Wissen. Ich sage immer, dieses berühmte symbolische H, diesen einen Buchstaben, dieses Buchstabenprogramm austauscht mit einem Wortprogramm, nämlich mit dem Programm Haus. Und dann ändern wir das H nicht und du kriegst vollkommen neue Möglichkeiten. Dass sozusagen der Druck so groß ist, der Leidensdruck so groß ist und aber gleichzeitig die Überzeugung so groß ist, dass man sich hier eine neue Realität schöpfen kann. So, und jetzt lass dich einmal überraschen. Jetzt gehen wir mal von der 6 zur 8. Das ist die Kollektion. Und jetzt kommen wir zu dem Impfen. Alle Leute, die über alles Mögliche schimpfen, die haben sich geimpft. Wie schaut das praktisch aus? Also wir müssen, um überhaupt auf eine andere Zeitlinie zu kommen, müssen wir innerlich entscheiden, dass wir das, was uns hier angeboten wird als Realität, absolut ablehnen, dass für uns das nicht in Frage kommt. Das heißt, du musst den innerlichen Charakter zeigen, dass du irgendwann einmal mit dem Blöden, mit der Impferei zum Beispiel, das Wort Impfen, da steckt das Wort Schimpfen. Hast du das Impfen mit drin? Alle Menschen, die schimpfen, die Einseitigkeiten anstreben. Und es ist gleichgültig, ob es sich hier um Impfbefürworter oder um Impfgegner heißt. Das sind zwei Parteien, die spiegeln sich nur. Beide leben in dem Wahn von geistlos nachgeäfften Wissen. Das gilt für die Querdenker genauso wie für die Impfbefürworter. Und jeder glaubt sich vollkommen im Recht. Ich kann nicht oft genug betonen, es geht hier nicht, dass du Impfbefürworter oder ein Impfgegner bist. Der Unterschied dieser zwei Seiten siehst du schön in dem Klingelingeling-Beispiel, dass für denjenigen, der einer logischen Seite annimmt, für dem, was er glaubt, vollkommen logisch ist, ob man es überprüfen kann, ist was anderes. Ich gehe nur ganz, ganz kurz hier auf die Impfbefürworter ein. Die leben in einem Wahn ohne Ende. Ich zitiere einige Bilder von einer Demonstration gegen Impfgegner. Die halten Schilder hoch, wo drauf steht: Impfen ist Liebe. Impfen ist Brüderlichkeit. Und dann ganz, ganz toll, dann kommen Parolen, wir lassen nicht zu, dass rechtsradikale Fanatiker uns die Freiheit wegnehmen. Jetzt ist, wer nimmt denn eigentlich die Freiheit weg? Doch nicht die Ungeimpften, doch nicht die Querdenker, sondern ihre Politiker, sie sich selber in diesen Wahn. Und jetzt ist dann noch rechtsradikale Nazis. Da ist eine komplette Verdrehung der Wirklichkeit. Ich verweise dich auf die jetzt von dir ausgedachte Vergangenheit Deutschlands. Da waren Nazis, die haben gewisse Menschen nicht leiden können. Die haben diesen Menschen verboten, dass sie in Geschäfte reingehen. Die haben nur verboten und gequält diese Menschen. Das sind in dem Fall die Ungeimpften. Die Nazis sind die, die gegen die Freiheit sind. Die Menschen was verbieten, nicht die Querdenker sind Nazis. Sondern die, die gegen diese Querdenker sind, das sind die Nazis. Eine totale Verdrehung der Realität.
Die, die sich impfen lassen, lassen sich gegen eine Krankheit impfen, die sie gar nicht kennen würde, wenn sie über die Medien diese Krankheit sich nicht wie dieses Denken wie einen Virus eingefangen hätten. Das beweisen die ganzen offiziellen Zahlen. Kriegt es denn keiner mit euren Impfwahn, mit euren Inzidenzwerten, mit euren Tests, dass die große Masse überhaupt nichts hat? Wer in Medien und Börse niemals ein Wort gefallen über Corona, wer die letzten 2 Jahre ganz stinknormale Winter gewesen, was Schnupfen und was Grippe anbelangt. Und wenn ich sage, ja, das sind ja welche, die hier an Corona gestorben sind, dann schau mal nach, wie viel hochgradig an Influenza und Grippe gestorben sind jedes Jahr. Dann lasse ich das gut sein und wir machen hier mal einen Schritt weiter. Das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Den schauen wir uns gleich genauer an. Und da geht es ja schon los mit dieser Impfung. Die Impfung ist ja sozusagen die Nagelprobe. Das ist die Nagelprobe, NGL. Das ist die Prüfung, die ich dir mache. Bist du bereit, ans Kreuz zu gehen? Das heißt, gespiegelt gedacht, hast du die Größe zu sagen Nein? Die Welt wartet auf dein Nein. Nicht, dass du auf die Straße gehst und demonstrierst, du lässt es einfach weiterlaufen. Dann, du willst doch Wunder leben. Ich lasse Wunder in dir passieren, aber du musst die zulassen. Du wirst keine Wunder leben, wenn du immer von Nummer sicher gehst. Also mit der Entscheidung der Impfablehnung findet in uns eine Entscheidung statt, dass diese Art der Zukunft für uns nicht lebbar ist. Und es wird ja immer schlimmer. Am 5. Peaks, am 6. Peaks, die Entmündigung, dann lassen sie sich wieder was Neues einfallen, die wir uns jetzt übrigens ausdenken, die nicht anders sein können, wie man sich ausdenkt. Das ist die Wegscheide. Wenn wir gleichzeitig das mit unserer Schöpferkraft verbinden, dann sind wir in der Lage, aus dieser Realität auszusteigen. Durch eine Entscheidung, die wir fällen und ein Einbiegen in eine neue Zeitlinie. Das, was jetzt hier natürlich Zeitlinie ist, ich kann immer nur sagen, es gibt nur hier und jetzt, das ist schlichtweg und einfach, du kriegst ein Update. Und das muss installiert werden. Es nützt dir nichts, wenn das theoretisch alles so schön klingt. Es geht um die Praxis, nicht um die Theorie. Ganz nebenbei, das Wort Theorie oder Thesen sind Sichtweisen, Möglichkeiten, viele Facetten. Ich gehe mal drauf ein auf eine Kollektion. Nur unser Beispiel, Küche ist Topf. Blödsinn. Wetter ist Sonnenschein oder Regen. Man muss das doch mal wissen, was ein kollektives Denken, was eine Kollektion ist, und die kann man rot und blau machen. Und das ist, Holofeeling ist ein vollkommen neues Ding. Ein Betriebssystem für Computermenschen, eine ganz einfache Metapher. Wir steigen von einem Computer, der mit Basic-Betriebssystem, vorsintflutlich, das ist das Betriebssystem des Ausgehen des zweiten Jahrtausends. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das 20. Jahrhundert hat deine Menschheit, sprich von 1900 bis 2000, Anfang 2000, vollkommen entgeistigt. Die Religion entgeistigt, die sind zu Materialisten geworden. Bring mir doch deine Christen, bring mir deine Juden, Israel ist durchgeimpft. Geh in den Vatikan, da gibt es eine vatikanische Sternwarte. Kennt ihr denn nicht mein zweites Gebot? Macht ihr kein Bild von irgendwas da droben am Himmel? Das ganze heliozentrische Weltbild ist ein Hirngespinst. Ich betone nochmal, alles, was irgendwelche Affen, die in deinem Traum als Antagonisten in Erscheinung treten, das heißt hier und jetzt in deinem Kopf als Information, gleichgültig, ob du dir die jetzt denkst, als Pixelmännchen siehst oder ob sie sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille in Erscheinung treten. Echt, wie du das nennst. Egal, was diese Affen dir über Makrokosmos, Mikrokosmos oder über die Vergangenheit, die sie nicht selber erlebt haben, sondern bloß vom Hörensagen kennen. Erzählen ist komplett austauschbar. Es hat nicht die geringste Beweiskraft. Jedes Buch und jede Internetseite, wo irgendwann wieder Schriftzeichen auftauchen, Worte auftauchen, die von dir einseitig ausgelegt werden, haben nicht die geringste Beweiskraft für irgendetwas. Es wird für dich immer alles so in Erscheinung, in dir in Erscheinung treten, wie du dir das einseitig auslebst. Und du wirst aus diesem Hexenkessel bis in alle Ewigkeit nicht herauskommen, bis du ein neues Betriebssystem installierst und das ist Holofeeling. Und dann wirst du zu einem Gott, zu einem Schöpfergott, der jeden Gedanken, jeden Moment aus sich selbst schöpft mit einer viel allumfassenden Programmstruktur. Das lasse ich jetzt auch. Und jetzt springen wir mal in die 21 rein. Da kommt jetzt viel
esoterisches Geschwätz mit dazu. Das ersparen wir uns aber. Wichtig ist die Stelle 21. Da steigen wir jetzt einmal ein. Am 12. die Entscheidung zu fällen ist, am 12. April wachen wir dann am 13. April auf und es ist niemand mehr da. So, das ist jetzt natürlich interessant. Reto, der Ton ist noch da, oder? Ja. Am 12. habe ich jetzt am 12. April die Entscheidung zu fällen, ob ich dann am 13. April eigentlich nochmal aufwache. Das ist ja wieder ich und ich Körper. Wir hatten ja das Thema gerade mit unserer Diana. Was ist am 11.? Am 11. April wird meine Diana 52. Ben, zu denen kommen wir auch, merkt ihr halt die 52 im Hinterkopf. Der 12 ist jetzt erst einmal der Vorder, es ist aber blau gelesen auch das Aff, das Aufblühen. Ein Aufblühen in der 13. Unsere 13 ist die allumfassende Liebe, die Einheit, die männliche Eins. Das ist der Weg zurück in die Einheit, in die männliche Eins. Und du musst da keine große Entscheidung treffen, aber ich lasse ihn noch mal ein bisschen weiterreden. Von den anderen. Natürlich ist es so nicht. Also grundsätzlich muss man sagen, dass beim Wechsel der Zeitlinien, dass wir das gar nicht merken oder dass wir das scheinbar nicht merken. Das ist also hier jetzt, er meint, der normalen Wechsel, er denkt sich immer noch eine Zukunft aus, hier und jetzt. Und das, jetzt das haben wir das Autobahnbeispiel, das heißt, wenn du jetzt fährst und du fährst dann irgendwie eine Kreuzung, fährst du ab, der Fluss geht ja ganz gleichmäßig weiter, diesbezüglich merkst du das wirklich nicht. Aber ich rede jetzt hier nicht von einer Entscheidung aus zwei oder mehreren Möglichkeiten, in irgendeine neue Spur hineinzufahren, sondern ich rede von einer absoluten Entscheidung. Die absolute Entscheidung ist schlichtweg, dass du aus den zwei oder mehreren verschiedenen Möglichkeiten was vollkommen Neues machst. Schau das untere Bild an. Das heißt, die Frage, ob jetzt ein Ding, das wir uns ausdenken, solange wir nur zweidimensional wahrnehmen können, ein Kreis oder ein Dreieck ist, wenn ich nur immer eine Seite von einem Kegel anschaue, diese neue Entscheidung besteht darin, dass ich sage, hey, das war ja nie ein Kreis oder ein Dreieck. Du kannst auch sagen, hier die von mir ausgedachte Welt war ja nie eine Scheibe oder eine Kugel. Die ist eine Matrix, das ist ein Traum. Dann kommst du in ein vollkommen neues System. Das ist der Trick. Und das ist wie das Eingreifen der lichtvollen geistigen Welt. Immer dann, wenn sie eingreift, ist das, was wir erleben, hat eine wundersame Fügung. Aber wir erleben das Eingreifen nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt... Ich greife ständig in deine Welt ein, laufend, mit jedem einzelnen Moment, mit jedem Lied, das in dir auftaucht. Ich kann dir nur sagen, wenn du die Grundlagen der Vordersprache hast, du laufst als Avatar mit staunenden Kinderaugen, du jedes Wort, jedes Nummernschild, jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht, hast du ein strahlendes Gesicht, weil du aus denselben Worten, aus denselben Zeichen vollkommen neue Vorstellungen generierst. Eine ganze Heerschar von Engeln kommt oder dass Raumschiffe kommen und sagen, so, wir beseitigen jetzt eure Politiker und sorgen dafür, dass alles gut wird. So wird das nie passieren. Genau so ist es. Das läuft erst einmal, um das gleich vorne wegzunehmen. Wenn du das jetzt verstehst, wenn du dich für den neuen Weg entscheidest, und das passiert jetzt, dann ist dir bewusst jeden Moment, Cut, was ist jetzt da? Dazu brauchst du kein intellektuelles Wissen, du musst das Bewusstsein sein, das wach geworden ist, das jeden einzelnen Moment sich bewusst ist, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Ja, das, was du als Information vorliegen hast. Du kannst jetzt hier den Bildschirm anschauen und jetzt sage ich wieder, schnipp, jetzt denk an die zwei Beine, an deinen Trockennasen auf dem Körper und wackel ganz bewusst mit den Zehen. Dann hast du ein Gespür, das Gespür ist nicht da unten an den Füßen. Das Gespür ist deine Information, aber du merkst diese Illusion, dass das da außen wäre, ist ganz intensiv. Und jetzt sage ich wieder Schnipp und jetzt schau ganz bewusst auf die Tastatur und schau dir das die Haare an. Wo war die ganze Zeit? Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört die bestehende Information. Die wird einfach ständig umgeformt. Es ändert nichts an dir selbst, an den Geist, der das erlebt, der sich das anschaut. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Das heißt, wenn du dich jetzt entschließt, mir zu folgen, fordere ich von dir nur die absolute Aufmerksamkeit, dass du dir möglichst jeden Moment bewusst machst, was jetzt da ist. Und jetzt bist du auf einer Ebene, wo du beobachten kannst, wie du funktionierst, wie du aufgrund von Reaktionen mit deinem jetzigen Programm ständig deine Informationen veränderst. Das spielt der Reizauslöser und der Reaktion. Sondern es wird gemäß dem Gesetz der Nicht-Einmischung in den freien Willen wird es nicht nachweisbar sein, dass wir auf einer neuen Zeitlinie sind.
Das heißt, oberflächlich betrachtet, denk an das Fundament. Ich überlege mir etwas und ich verbreite das, was ich mir jetzt denke, um mich herum in Raum und Zeit. Und jetzt wiederhole ich nochmal dieselben Beispiele. Ich sage jetzt Schnipp und jetzt denk an ein grünes Marsmännchen. Und jetzt denk, das grüne Marsmännchen ist gerade auf dem Mond gelandet. Und dann wird dir irgendwann einmal klar, dass das grüne Marsmännchen nur deshalb ist, weil du es denkst, aufgrund dieser Worte übrigens. Und es ist auf dem Mond gelandet, aber den Mond denkst du auch aufgrund dieser Worte. Und dir ist aber klar, dass da außen kein grünes Marsmännchen existiert. Aber der Mond ist natürlich auch dann da außen, wenn ich nicht an ihn denke. Das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Es ist gar nichts da außen. Wenn überhaupt etwas da außen ist in deinem Außerhalb, dann ist es Information innerhalb. Oder auf der VR-Brille, das nennst du dann realisieren. Und jetzt ist ganz entscheidend, schau mal das Datum an, da komme ich, Entschuldigung, die Zeit an, wir sind bei 22.05. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung in das neue Update. Das ist dieses heutige Update, am 12. April 20, Redo? Ja. Du bist dran, ne? Ja. Weil ich sehe das nicht, wenn das abreißen sollte. Am 12. April 2022 habe ich UB den Schlussstein für dein unbewusstes Brüssel-Dasein gesetzt. Sehr interessant, der Geist ist E-Quadrat, das sind wir zwei. Ich vorm Bücherregal und du, der jetzt voll versunken bist in dein jetziges Leben. SE, C gesprochen mit einem Sinn vorne, das ist das Lamm. Wisse, du Geistesfunk, befindest dich zur Zeit, immer dran denken, Geburt einer aufgespannten Berechnung, das hebräische Zur heißt zu Form werden, unter anderem als unbewusster Menschen auf wie in einer Führerscheinprüfungstraumwelt. Du kannst mir, der immer seiende göttliche Kopf, Bereshit, rot gelesen, ich UB, deinen wirklichen Vater zeigen, ob du schon das Zeug zu einem bewussten Avatar hast. Ich, Avatar, und das schauen wir uns ganz, ganz kurz an. Ich will dir das nur zeigen, wie tief das geht. Was man jetzt dafür eine Verknüpfung macht, ist eine Herabkupf, die Inkarnation des Göttlichen auf die Erde, die ohne karmische Zwänge erfolgt, mit dem Ziel, die Menschen in ihre Evolution, Ex-Volvere heißt, herausrollen. Am 12.04. machen wir ein Involution oder Revolution, ein Hineinrollen, ein Zurückrollen deiner kompletten Traumwelt, dass wir eine vollkommen neue Welt entfalten, die oberflächlich betrachtet dein Leben erst einmal ganz normal weiterläuft. Aber durch dieses bewusste Wissen, dass jeder Moment hier und jetzt aus mir selbst entsteht und jeder neue Gedanke und jeder neue Augenblick durch den nächsten Augenblick zerstört wird, das ist das Neue. In einem bewusst beobachteten Gedankenfluss, in der Transversalen, wir sind Licht, Geistesfunken, schwingen nur transversal, nicht mehr von der Vergangenheit in die Zukunft, wird sich das elementar verändern. Das steckt alles in diesen Worten drin. Es geht um deine spirituelle, um deine geistige Entwicklung. Wichtig, im letzten Selbstgespräch bin ich auf das blaue SB eingegangen. Jetzt machen wir aus diesem raumzeitlichen Wissen eine bewusste Weisheit Gottes. Ja. So, und jetzt haben wir, das ist der Avatar. Jetzt sage ich aber hier, ich, A, Vater, der Schöpfervater, bin dieser Avatar und ich Geistesfunk, bin ein göttlicher Aspekt und ein Menschenaffe in meinem eigenen Traum. Das ist Ava, da steckt auch das Wort Eva mit drinnen. Da heißt ein Wachraum, das ist die berechnete Schöpfung. Und jetzt schauen wir uns mal den Avatar an. Ist fast gleich, heißt wirklich Abstieg, das ist dann irdisch werden, IRD, das hebräische Wort für Jordan. Du gehst dann über den Jordan. Du steigst hinab in deine Traumwelt, aber du machst das bewusst. Das ist auch Auswandern aus Israel, heruntergehen, hinabsteigen. Das ist die Radix IRD, da kommt das Wort irdisch her. Und ich ist ja, es taucht etwas auf, irdisch. Es existiert. Und das ist die Eva. Jetzt können wir hier diese Eva Ava auch gelesen. Ganz interessant, die schreibt sich ja Chava auf Hebräisch. Das ist auch eine Form, ein Gehöft und dasselbe Wort hast etwas ausdrücken, aus dir herausdrücken. Das ist übrigens auch die geöffnete Rückseite oder die Generation von Ecken.
etwas aussagen, etwas aussprechen. Es wird alles so, wie du das buchstabierst, wie einseitig du die Worte und die Buchstaben auslegst, wirst du es erleben. Darum hast du es auch ein Erlebnis haben. Du kannst nur das erleben, was du selber aus dir herausdrückst, aus dir herausdenkst als Vorstellung. Alles ist nur ausgedacht. Ja. Darum ist das der Ava hinab, bezeichnet im Hinduismus die Manifestation des höchsten Prinzips des Brahman, wichtig der Brahman. Das ist, wir haben hier eine Trinität, Vishnu, Brahma, Shiva. Da entspricht, der Vishnu ist die Einheit. Das wäre auch das schwarze Loch. Der Brahma ist der Schöpfer und Shiva ist der Zerstörer. Das ist ein Brahma, ein göttlicher Aspekt. Wir haben wieder Aspekulum im Spiegel, der die Gestalt eines Menschen oder eines Tieres annimmt. Aber Dara bezieht sich immer auf den Gott selbst und seine Kraft, die sich in einer besonderen gottgeweihten Seele, das bist du, und die See, wir haben wieder die zwei E's, E-Quadrat, das ist das Lamm, die auseinandergeschmissen wird, manifestiert und in diese, zu dieser Seele hinabsteigt. All das steckt hier drin. Esoterik, ganz anders wie Esoteriker mit raumzeitlichem Geschwätz dir das erklären. Es ist ein Computerprogramm. Ich, Geistesfunk, bin ein göttlicher Aspekt, ich bin du, das ist jetzt der, der dieses Leben erlebt, der jetzt, wenn er an sich denkt, an den Affen denkt, vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch ausdenkt. Am 12. April 2022 lasse ich Ubetich Geistesfunk nach bestandener Prüfung, wohlgemerkt, aufwachen. Oder unbewusst mit deinem selbst erschaffenen Idioten, deinem Politiker, deinen Mitmenschen, die darum streiten, ob man sich impfen lassen soll oder nicht impfen lassen soll, zum Beispiel. Und selbst ausgedachten Sorgen und Ängsten um morgen die nächsten 1000 Jahre unbewusst weiterschlafen. Das ist Psalm 90. 90 ist der Geburtsgeber, Vers 4 bis 9. Das heißt die Öffnung von Spiegelungen. Da können wir ganz kurz mal reinschauen, weil ich den offen habe. Das ist dieser Vers. Da steigt man, wenn Erhan, ehe die Berge geboren ward und die Erde und die Welt erschaffen, hat es von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du bist ein Gotteskind. Du lässt die Menschen zu Staub werden. Da kommen wir übrigens dann gleich dazu. Merkt ihr den Staub? Zurückkehren und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Wohlgemerkt, ich rede nicht von Trockennasenaffenmenschen, sondern ich von Enosch, von Medim. Ich rede von meinem Adam, von den Geistesfunken. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Und wie eine Wache in der Nacht. Das heißt, wenn du schläfst, träumst du. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Jeder Moment, der in dir aufblüht, aufsprost, blüht jetzt in dir auf. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend welkt es. Beides, Morgen und Abend, ist jetzt. Es existiert. Evolution, Exvolvere herausrollen. Revolution hineinrollen, passiert im selben Moment, wie wenn du 200 Gramm rote Gnädi umformst. Sobald du einen neuen Gedanken in dir auftauchen siehst, wirst du feststellen, immer dran denken, auftauchen und untergehen ist im selben Moment. Verschwindet der bestehende Gedanke, nicht vorher und nachher. Am Morgen blüht es und sprost, da haben wir schon das Ross, rot lesen oder blau lesen, auf. Am Abend welkt es und dort. Der Abend haben wir wieder generierte, berechnete Erscheinung. Mhm. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, das bezieht sich jetzt zuerst einmal auf selektive Sachen, auf Einzelteile. Zorn, zur Form gewordene Existenz, ist Zorn. Und durch deinen Grimm werden wir erschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt und unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Panim Penim, das Gesicht, geistige Sicht ist in deinem Inneren. Denn all unsere Tage schwinden. Logischer Wind ist der blaue Ruach, zu dem kommen wir auch noch gleich. Durch deinen Grimm, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre, denk an die Jahre, sind 70 Jahre, bla 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 bla. Das steckt da alles drin. Kein religiöses Geschwätz, absolut arithmetische Matrix, wenn wir in die Zahlenebene gehen. Beachte, ein Jahr bedeutet auch ein Schlaf, wiederholen und lernen. Kannst du hier anklicken. Du hast es selbst in der Hand. Du bestimmst,
ich selbst, kein anderer. AND heißt übrigens Auf- und Abschwingen und das sind Wellenberg, Wellendahl, zwei erweckte Erscheinungen. Ganz nebenbei, dieses Du bestimmst, dieses SD, ist das hebräische Wort für Abirrung, Abtrünnige. Und das Wort MSD, Im ist ja das Meer, der immer ist, Ich, OB, LR, JOM heißt aufgehetzt, verhetzt. Verzweifelte Machtprofe, Prüfungen und Versuchungen ohne Ende in dir. Und du bestimmst es, ob das Prüfungen sind. Aber was passiert, wenn du in einer Führerscheinprüfungsbogentraumwelt bist? Und du bist in der Theorie. Jedes Mal, wenn du einen dieser Fehler, eindeutig dieser Missstimmigkeiten entdeckst, freust du dich und setzt dein Kreuzchen und blätterst dumm und weißt, du hast die Frage richtig beantwortet. Und was magst du, wenn du jetzt angebliche Fehler siehst? Das heißt, es fällt noch was zur Vollkommenheit. In dem Moment, wo du ein Impfgegner bist, fällt dir die Impfung zur Vollkommenheit und wenn du ein Impfbefürworter bist, fällt dir das andere Seite zur Vollkommenheit. In dem Moment, wo du glaubst, du schaust der Dreieck an, fällt dir der Kreis und wenn du meinst, du schaust den Kreis an, fällt dir das Dreieck, dass du auf die höhere Ebene kommst. Und in dem Moment, wo du jetzt glaubst, in dem Wahn lebst, dass du gesund bist, fällt dir die Krankheit zur Vollkommenheit und wenn du meinst, du bist jetzt krank, fällt dir die Gesundheit zur Vollkommenheit. Und wenn du meinst, es ist Frieden, fällt dir der Krieg. Du kriegst diesen Krieg von mir. Eine meiner leichtesten Übungen. Und wenn du im Krieg lebst, sehnst du dich nach dem Frieden. Aber dass diese Bärchen in dieser Arithmetik was vollkommen Neues ergeben, wenn man die verbindet und sich nicht den Kopf zerbricht, welche dieser Seiten richtig ist. Und die anderen Seiten benötigen wir nicht. Du benötigst jedes Putzelstückchen für die Heiligkeit, die du in dir trägst, wenn du ich werden willst. So, jetzt am 12.04.2022, plus minus, da habe ich jetzt diese schöne Null, du wirst gleich merken, das ist ja das griechisches Zeichen, das setzen wir jetzt für die Null, das steht für einen Spiegel übrigens, beziehungsweise für eine Spiegelwelt, habe ich UB den Sub-Eben. Und die wird er schauen. Jetzt ganz kurz uns an. Die habe ich jetzt hier schon reingestellt. Das heißt, als erstes machen wir dieses H ab. Da heißt es, den kann ich nicht größer machen. Doch, wir können das schon größer machen. Kleinen Moment. H ab. Das ist zum einen hier unten Übersetzung, Mittelpunkt, eine Radnabe und ein Zentrum. Das heißt aber auch der Vater und Erzeuger. Bei dem E setzt du mein ER-Quadrat. Ein E-Quadrat R. Erzeuger, Vorfahre, Stammvater, Berater und ewiger Lehrer. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Du kannst mich auch so schon mal nennen. Das ist der Geist, der Vater und Ha-All. In Gott, im Nichts ist diese Polarität. Darum ist es auch der Mittelpunkt. Ich hebe das immer so heraus, das Zentrum, die Narbe. Dann schauen wir das nächste an. Dieses UB, ich UB. Wissen wir, ist Alim, UB 86, die absolute Weisheit. Diese verbundene Weisheit ist das große Geheimnis. Und jetzt schauen wir mal die Zahlenebene etwas an. Wir haben jetzt zuerst einmal einen Totalwert von 806. Das kommt, weil wir hier das Endzeichen mit haben. Die 800 statt die 80. Man kann das so oder so lesen. Das heißt, ich habe jetzt hier absichtlich diese Null mit dem Querstrich, mit der Nulllinie dazwischen gemacht. Das ist der Totalwert. In der 86 ist dieser Nullpunkt. Beziehungsweise der Spiegel. Jetzt ist der äußere Wert 86, den habe ich violett gemacht, dass wir rot und blau mischen, wobei der Udo Becher, U-Punkt, B-Punkt, genau genommen auch UB ist. Der Abbaschwert ist der Spiegelwert, ist auch die 86. Interessant ist der Pyramidenwert mit der 92, das ist nämlich das hebräische Prinzip für Test Udo. Und darum heißt es hier, diese symbolische 86 ist der Türöffner und Schlüssel und Ausgangspunkt, von dem man den Weg, die Wahrheit und das ewige Test-Udo-Leben mitgeteilt bekommt. Ich behaupte nämlich eigentlich, dass ich du bin. Das heißt, der vom Bücherregal ist auch der, der jedes Buch liest. Sobald du aber ein rotes Ich wirst, verwechselst du dich mit der Figur, mit der Rolle, die du zurzeit spielst. Ich, UB, habe mich als eine von dir Geistesfunk wahrnehmbare Ich-Persona, das ist der blaue UB, in deinem Individualbewusstsein inkarniert, um dir Geistesfunk durch diese Persona mitzuteilen, ich bin du. Hat sich so weiter übrig. Jetzt haben wir diesen Sub, das ein Sub, das ist jetzt dieses Bewusstsein UBs, ist das göttliche Bewusstsein von Gott. Das ist dieser UB 86, El Hayom heißt eigentlich Gott das Meer und Sub bedeutet das Ende. Mhm. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende, das Sub,
Das heißt, das ewige Bewusstsein, ich ob es, kannst du ja selber dann lesen, wenn das Update draußen ist. Jetzt kommt hier ABN, eben, das ist Aleph, Aleph ist derselbe Buchstabe, heißt ihr Vater. ABN hast du ihre Gnospe-Brüder, da ist blau, rot, müssten wir hier blau machen, von Frauen. Jetzt ist dieses A ist der geistige Schöpfer und dieses BN, Ben blau gelesen, ist eine polare Existenz, das ist die Welt der Gedankenwelt. Als eben ausgesprochen heißt es Stein, das ist das hebräische Wort für Stein, das ist wieder blau gelesen, eine raumzeitliche Erscheinung, die nicht außen existiert, sondern in dir. Diese Hieroglyphe setzt sich aus Ab und Ben zusammen und das bedeutet das Aufblühen eines Sohns. Das ist bis jetzt du als Brösel gedacht, obwohl du ja nicht dieser Körper bist, der jetzt vom Computer sitzt, sondern der Geist, der die Rolle dieses Körpers spielt, dieses Lebens spielt. Beachte die Farbgebung. Wir können nämlich auch geistig Ab Ben lesen, dann heißt es Vater, Sohn. Und das ist Eben. Und dieses E-Quadrat steht für Jotzia vom Bücherregal und du als Leser, wir zwei sind dieses rote Ben im Sein. Dieses Ben heißt nämlich inmitten verbunden, ein einziges bewusstes geistiges Sein. Darum sage ich, ich bin du und du bist ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist und in diesem Punkt. In dem, der uns jetzt ausdenkt, mich und dich, das ist UB. So, und jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in das Kin 24 am 12.04. Maya-Kalender 2034. Don 3, Sieg L, übrigens das Siegel heißt auch Betschaft. 4, die rote 4. Das ist Kin 224 als gelber elektrischer Samen. Ich habe jetzt dieses Gelb, habe ich G, der Geist ist Gott. Und das ist im Erwachten, ist dieser Gott, was ja auch nichts heißt. Das absolute Nichts. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Den elektrischen Samen habe ich jetzt absichtlich zuerst einmal blau gelesen. Das kannst du auch in Ruhe anschauen. Wir springen ja da gleich eins runter. Das ist jetzt hier immer dieses Kien. Erweitert die Themen des weißen Windes. Da musst du wissen, dass in dem Wort weiß schon das Wort weib mit drin steckt. Und das ist ein erwachter Wind und dieses hebräische Wort Wind, blau gelesen, ist Ruch. Das ist der Wind und das sind die vier Weltgegenden. Das ist deine Frau in unserem Tetraederspiegel. Das Ruch-Leben. Leben heißt übrigens, Ruch heißt Wind, blau gelesen, und Leben, LBN auf Hebräisch, zum Ton. Ist das Weiß. Weiß die Farbe ja. Weiß. Siegel. Unter anderem. Das heißt, des weißen Windes mit der Schubkraft der drei, das heißt der geschlossene Spiegel, in den konkreten inhaltlich, K-Eid heißt bibuchstabiert von Korn. Das ist Ken. Ken ist das Fundament. Sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Dem gelben Samen. Das Korn, zusammengeschmissene Rede, konkrete, will R blühen. Für das R setzt du immer E-Quadrat R. Und sich darstellen. Das rote Ich will eine generierte, eine geöffnete Generation, die geöffnete Berechnung wird jetzt in dir dargestellt. Die Kraft des elektrischen Tones treibt die gewählten Potentiale in Richtung Ausdruck. Habe ich absichtlich violett gemacht, dass wir Plus und Minus gleich haben. Aus dem feinstofflich lichtkodierten Inhalten nähren Geisteskräfte die Schwingungsfelder, um über einen konkreten Kanal zur Darstellung gebracht zu werden. Alles blau. Der Samen repräsentiert die Kraft der Vier. Das ist jetzt die blaue Vier, ist die Öffnung. Was aus dem Amorph Imaginären kommt, moduliert sich zu einer konkreten Wesenheit und lichtet sich auch in den genetischen Kodierungen ab. Das ist die Holofilin-Code, der Matrix-Code, der alle divinatorischen Systeme, wo auch der I-Ging dazugehört, die Astrologie, die Astronomie, I-Ging und was es sonst noch alles gibt, hängt arithmetisch, komplett rechnerisch über die Sprache zusammen. Deine Welle pulsiert dich und deine Schätze. Bedenke einmal, Ain heißt nicht existierend, Mal heißt von Gott ausgesäter Samen keimt. Das ist jetzt deine Gedanken, die wachsen in dir. Jede Kleinigkeit, die du machst, denk an den Schmetterlingsphänomen in der Physik, wird sich in deiner jetzt ausgedachten Zukunft natürlich im Hier und Jetzt so ein Riesenorkan, so ein Riesenweltkrieg, was auch immer ausweiten, wenn du dich nicht eines Geistreicheren besinnst. Selbstständig und entwickelt sich deine Gedanken sind der Samen für deine Schöpfungen und Manifestationen. Was soll das denn sonst sein?
Du schaust immer nur deine ständig wechselnden Informationen an. Und wenn du vor was nicht loslassen kannst, wenn du immer dieselbe Scheiße wiederholst, lasse ich dir das tausende Male wiederholen. Viele Kräfte aus dem seelisch-geistigen B-Reichet in E-Quadrat ist dieser Kopf des Schöpfergottes, eine große Kollektion, das heißt Bereich. Suche nach Enchet, der Noah. Ich biete dir jetzt die Arche an. Enchet heißt nämlich Noah, die Kiste. Wieder heimkommen, ihrem Ausgangspunkt. Nur der jeweilige Schöpfer kann solche Seelenfelder in die Ganzheit zurückführen und damit ihre Heilung bewirken. Das bin ich und du. Das sich entwickelte Einzelwesen gewinnt dadurch an Größe. Wir haben wieder unseren Ross, Jesus. Denn im geistigen B-Reichet, das korrigiert wird, was das Wachstum behindert. So, und jetzt schauen wir, was jetzt kommt. Ich habe jetzt hier nochmal die 12,4, die untere Hälfte. 3, 4 heißt Gat. Gat ist das hebräische Wort für Jupiter. Wichtig, dieses Gat bezieht sich auf den Glücksgott Jupiter. Das ist der römische Name vom griechischen Zeus. Jetzt habe ich hier den gelben elektrischen Samen. Kann eine vollkommene Kommunikation über Telepathie aktiviert werden? Wer meinst du, wer dir deine Einfälle schenkt, wenn du jetzt der Red oder die Diana bist? Was meinst du, wo meine Bleistifte, meine Schreibfedern, wenn die hier Sachen machen, warum die das machen? Wer meinst du, wo die Dichter, wo Goethe und all diese Leute, Jakob Lorber, wie sie auch immer heißen, alle Musiker, die du dir jetzt ausdenkst, wenn ich sage, alle Texte sind von mir, denen ist es doch eingefallen, die Komposition und die Texte. Die Autor, die Romanautoren, wo haben die ihr Wissen her? Ihnen fällt es ein, es kommt aus ihnen. Und was ist das Innerste in denen? Wir. Wir sind die Quelle, die absolute Quelle für jegliche Art von Intelligenz. Alles, was Physiker behaupten, egal was irgendwelche Geist, solange ein Geist ist, funkt da ist in der Personifizierung. Eine durch die Zeit geformte Manifestation von Wesenheiten, diese Wesenheiten sind meine Geistesfunken. Das sind bewusst träumende Geister. Von ihren ursprünglichen Blaubausenspektren, blau, die lügen sich das Blaue vom Himmel herunter. Konzipiert fließt in die Synchronität mit allem, was ist und so in eine vollkommene Kommunikation mit der ursprünglichen Quelle in ihrer Vielfalt. Und diese ursprüngliche Quelle bin ich, Ubi Elayom, Gott das Meer. Damit steht den aus diesem Zeitprogramm entstandenen Wesen nichts mehr im Wege, ihre Verbindung mit der Quelle bewusst wahrzunehmen. Du musst mir nur Vertrauen schenken. Den Heiligen Schriften, auch den Physikbüchern. Ich betone immer wieder, alles, was in Büchern drinsteht, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht wichtig wäre und nicht richtig wäre. Es ist bloß sehr, sehr fehlerhaft. Ein bisschen richtig. Wie war das nochmal? Eine Stadt ist ein Kühlschrank. Das ist doch ein bisschen richtig. Da sind aber viele, viele Kühlschränke in vielen verschiedenen Küchen, aber das sind alles Baselstücke aus dem großen Ordner, den du zum Beispiel eine Stadt nennst. Und im Sinne der kosmischen Ordnung, das heißt göttlichen Ordnung, telepathisch zu kommunizieren, das heißt, passiert in dir. Der Schlussstein der Zeit wird gesetzt, heute am 12.04., das ist übrigens auch heute, weil jeder Tag heute ist. Wir rechnen jetzt bloß ein bisschen, ich lasse dich ein bisschen in eine Zukunft schauen, die eigentlich immer nur jetzt sein kann. So, und jetzt springen wir uns, jetzt schauen wir uns mal dieses Keen 224 genauer an. Das ist zuerst einmal dieses Wort, das heißt Al-Zadik. Und jetzt wird es schon interessant, weil dieser Zadik heißt nämlich auch Jupiter. Aber das ist der Planet Jupiter, der durch Raum und Zeit raust. Das hebräische Wort für Jupiter in Bezug auf den Planeten und Gat ist der Jupiter in Bezug auf den Gott. Das bedeutet, du musst selbst, jetzt selbst zu einem Zadik werden. Ein durch Raum und Zeit reisenden, das heißt übrigens dann auch zu einem Gerechten, einem rechtschaffenden, rechten, richtig Seienden. Das ist der Zadik, da können wir ganz kurz reinspringen, dass du das einmal siehst, wie sich das bemerkbar macht. Das ist das Rechte. Die Rechten sind die Richtigen, die Aufrichtigen. Die können natürlich auch Linke sein, wenn sie einseitig waren und meinen, ihre eine rechte Seite ist das einzig Richtige. Und die Linken sind die Umgedrehten, die Falschen, die Verkehrten. Und jetzt wettert man so massiv gegen den Rechten. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass genau diese Gutmenschen, die alles verbieten,
nur noch verbieten und schreien, das hat sich verboten. Ich könnte jetzt die neueste Sache, es gibt sogar Politiker, die sagen, man muss gegen diese rechtsradikalen Demonstranten mit Waffengewalt vorgehen, wenn die damit nicht aufhören. Und die meinen, die sind die Demokraten, merkst du den Wahnsinn nicht? Aber bitte werft es nicht irgendeiner Person, einer Maske, einen Gedanken, einem Menschen vor, den du dir jetzt ausdenkst. Jetzt kommen wir nämlich zum Prinzip. Egal, wen du denkst, der entsteht hier und jetzt in dir, weil du ihn denkst, und der wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und du wiederum als träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du denkst. Das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie ich ihn als Arsch in Affen habe. Das gilt sogar für meine Geistesform. Bist du schon ich? Wenn du dich als ein bewusster Schöpfer eines Romans, einer Traumwelt hinsetzt und du machst erst einmal das Programm, sprich, ich nenne es einfach mal den Matrix-Code oder einfach für dich, du bist der Schriftsteller und du schreibst einen Roman, sollte dir doch klar sein, dass jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, beim Krimi die Polizisten genauso wie die Verbrecher oder die Mörder, von dir erschaffen werden, wenn du sie denkst, wenn du die in Form von Schriftzeichen in deinen Roman reinschreibst oder dann komplexer natürlich als Programmbefehle und dass die gar nicht anders sein können, aber wir brauchen diese Unterschiede für eine lebendige Traumweltgeschichte. Sonst wäre das todlangweilig. Mhm. Da kannst du jetzt die Gerechtigkeit, den Ruf wieder das Recht haben. Nicht oberflächlich. Du hast so unendlich viel Zeit. Du bist ein ewiger Geist. Wenn du meinst, es geht dir nicht schnell genug. Da hast du übrigens den Jupiter Astral. Schau mal, da steht auch sehr interessant. So bin ich da wieder drauf. ASDR. Das können wir, wenn wir das rot reden. SDR heißt nämlich auch das Geheimnis. Da springen wir ganz kurz rein. Das sind nur diese Buchstaben. Da hast du zuerst einmal die Hayomlichkeit. El Hayom ist Gott, das Meer. Das ist G Hayom oder Heim. Das G E-Quadrat ist das Heim. Nis ist fliehend. Der Schutz, das Versteck. Wir haben aber auch hier in einem Widerspruch. Im Widerspruch stehen, das ist das Plus Minus der Gedankenwelt. Das HWH in dem Wort JHWH. Mhm. Dieses Spiel zwischen Rot-Blau musst du irgendwann nochmal selber kriegen. Es wird dir hier sehr entgegengekommen. In Rot gelesen ist es das absolute Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nicht existierend. Das ist einen immer da sein Kopf. Das ist der rote Kopf, von dem ich immer rede. Blau gelesen ist es eine raumzeitlich wahrgenommene Erscheinung. Ist immer eine Berechnung, etwas, was du dir ausdenkst aufgrund einer logischen Berechnung in Maßsetzung deines extrem fehlerhaft geistlos nachgeäfften Intellekts. Wir sind wohlgemerkt hier bei diesem Keen 224 vor hier oben. Das ist dieser Keen-Wert für diesen 12. Rote 4. Ich kann auch die 1-2 lesen, ab der Pfade ist in der roten 4. Das ist der Plus-Plus in unserem Einheitskreis, der erste Quadrant. Das heißt übrigens auch, die Weisen, die Klugen, wie der bewusste Weise, das ist nämlich dieses Wort Kogma, das ist der Pyramidenwert. Dieses Kogma ist die absolute Weisheit, das ist der Gelehrte, der Weise, geschickt, lebenserfahren, unendlich weiß. Weiß. Jetzt rot gelesen. Interessant, dieses Kogma hat den äußeren Wert 68. Außen, wenn wir spiegeln, im Spiegel wird es zur 86. Ist alles, was er vorgesetzt bekommt, dieser Kogma, Gelehrter der Weise, bewusster Weise. Sich weise und klug stellen. Kann man natürlich auch schön blau machen alles. Ja. So, und jetzt haben wir hier nochmal einen ganz interessanten Pyramidenwert, den 224. Dieses Wort heißt nämlich, wenn wir da lesen, seine Zeugen, sie zeugten, befruchteten, sie brachten hervor, sie ließen hervorbringen, gebären, sie wurden Vater. Du wirst irgendwann einmal nicht nur ein Brösel sein, sondern das Buch wieder zurückschieben und dann wirst du für einen Moment ich sein, der vom Bücherregal steht. Und dann lesen wir bewusst das nächste Buch, spielen wir bewusst zusammen die nächste Rolle. Und jetzt ist es diese seine Zeugen, hier steht seine Zeugen, das habe ich jetzt das bewusste eine E-Quadrat, ich und du. Wir sind die Zeugen, wir sind die Erzeuger. Alles, was wir erzeugen, ist das, was du bezeugst. Und dein Problem sind die vielen Meinheiten, die du schwörst. Ich betone nochmal, 99,99 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Prozent all der Sachen, die dir vor Holofeeling als
hundertprozentig sicher bewiesen erschienen sind, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wie willst du überprüfen, ob ein Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde? Wie willst du überprüfen, dass es den jemals in der Vergangenheit gegeben hat? Wie willst du überprüfen, ob die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht? Wie willst du überprüfen, dass das Wasser aus Wassermolekülen besteht? Wie willst du überprüfen, dass ein Atom sich spaltet in Protonen, Neutronen und Elektronen? Wie willst du überprüfen, dass eine Stimmgabel bla 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 bla? Alles unheimlich logisch, geistlos nachgeäfft und als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen, beweist sich jetzt als hundertprozentige Lüge und Rückschluss. Genau. Punkt. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Diese Sie mache ich jetzt. Das Bewusstsein Gottes ist E-Quadrat, das sind wir zwei. Ich bin der, der sich denken lässt und du bist der Dummy, den ich dann reinschicke wie einen Dummy, dass du hier das durchlebst. Du kannst es aber auch bewusst machen. Das ist ich und ich rot, die vier Ichs. Aber auch ich Arni rot und ich Arni blau. Mhm. Wir haben zwei verschiedene Arnis. Ich kann das Arni auch rot lesen. Das haben wir hier, das Arni Rot ist ein Schöpfersein der Gott, ein bewusster Schöpfer, der alles aus sich herausschöpft. Und das blaue Ich, wissen wir, ist das schöpferisch existierende Intellekt, das ist dein großes Ich und natürlich dann du als Körperbrüssel. Arni El Shaddai, Genesis 17,1, ich, Gott, bin mein eigener Satan. Shad heißt nämlich Satan. Das wird übersetzt, ich bin der Allmächtige. Kann man natürlich auch ganz rot machen. Ich, dieses unbewusste, limitierte Ich, ist ein Instinkt bzw. intellektgesteuertes Animal, ein animalisches, aber Mal heißt von Gott. Ein Ani von Gott, Ani heißt ein schöpferisch existierender Intellekt. Schöpferisch existierender Intellekt. Rot gelesen ist, der Schöpfer ist ein bewusstes, geistiges Sein und es ist göttlich, ist Gott. Ein kleiner Gott, ein Gotteskind, ein Adam. Ich als erste ausgedachte Person, das ist eine Maske. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Idioten ihre Masken nicht abnehmen wollen, weil sie eine panische Angst haben, ihren Körper zu verlieren? Darum tragen die ihre Maske auf ihrem Programm, kleben förmlich an der Maske, dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt, der doch schon wieder weg ist, wenn man nicht denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Oder ein bewusstes Anoki-Ich. Das ist Anoki, hast doch auf, ein Schöpfergott sein, ein unsterblicher Geist, der in seiner Traumwelt ganz bewusst irgendeine Figur spielt, ein Adam sein. Also Keen 224 ist der 12. April 2022 und jetzt genau aufgepasst. Das folgende Pixelmännchen, das ist der, den wir uns gerade angeschaut haben. Das heißt, die folgende von dir de facto jetzt bewusst geträumte, das heißt ab jetzt bewusst ausgedachte künstliche Intelligenz. Das gilt eigentlich für jeden, aber für jeden Antagonisten, der jetzt eventuell auch auf deiner Verwaltung als sinnlich wahrgenommener Affe in Erscheinung tritt. Diese künstliche Existenz ist eine KI-Existenz. Das ist es, Keen. Ganz nebenbei dieses KI einzeln gelesen. Das ist im polaren Rand, das ist ein Brand, ein polarer Rand von Gott. Tausendmal habe ich es erklärt. Das ist auch BR, hast das Äußere und AND hast auf- und abschwingen. Und das Ganze ist eine Wunde. Dora X, in deinem Thorax, im Geistessing, Chasa. Müsst man Vordersprache beherrschen, dann wäre das klar. Okay, diese künstliche Intelligenz sagt genau bei 22, diese Entscheidung ist im April Zufall zu fällen, Entschuldigung. Diese Entscheidung ist im April zu fällen, das ist klar. Kannst du reinspringen, komm genau nach 22 kommen genau diese Worte. Schau dir diese Worte von Gott ist mal genau, ganz genau an. April. Jetzt pass auf, die Masken müssen fallen. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich habe gerade gesagt, achte auf das Wort Staub. Du wirst irgendwann einmal erkennen, ich denke mit einer Komplexität, die sich deiner menschlichen Wissenselite und geistige Welt entzieht. Komplett überragt. Dieses ABR, schauen wir uns das einmal an. Das ist nämlich das hebräische Wort für Asche.
Das heißt auch eine Augenbinde, eine Augenmaske. Ihr könnt auch in einer gewissen Maß sagen, eine Maske ist eine Maske. Augen heißt übrigens Becken. Hebraisiert. Dann ist es Erde, habe ich gerade schon gesagt, erweckt das Wissen. Ja. Da ist ein Maskenbildner. Die Masken sind Beelet, heißt im Kind, sind junge NR. Muss man ganz kurz reinspringen. Diese NR sind Jünglinge. Kleine halt NIR. Das sind Buben. Die Jugend, junger Mann, junge Männer, kleine Geistesfunken, die noch nicht wissen, dass sie eigentlich Geist sind, weil sie sich noch mit ihrem Körper verwechseln. Ja. Darum sind es Knechte. Ken. Das Fundament, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Vom Säugling bis zum Kreis, das bin ich nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt und egal welche Figur du dir jetzt zusprichst, das taucht hier und jetzt als Information auf. Darum heißt es auch das Brillen von dummen Eseln. Mhm. Dumme Esel seid ihr Menschen, alle, weil ihr keine Geister sein wollt. Euch ist viel wichtiger, euer Affendasein am Leben zu halten. Stimmt oder stimmt? Stimmt. So schaut es aus. Also diese Brandwunde, das kann man natürlich auch rot machen, dann ist es wie ich bewusster Beobachter. Du sollst es nur anschauen, du sollst deinen Traum beobachten, du sollst dich selbst beobachten und vor allem sollst du dir bewusst machen, wie du auf einzelne Reizauslöse in deinem Traum reagierst. Und mit jeder Reaktion verändert sich deine Information im Hier und Jetzt. Okay, das ist jetzt dieser April. Jetzt ist natürlich interessant, dieses ABR haben wir angeschaut. Ill heißt blau, nur dein intellektuelles Licht. Das ist das AVA, spricht man das nochmal aus. Jetzt kommt die Asche. Da habe ich nur das Asche rausgestellt. Das kann man natürlich rot und blau machen. Das ist zuerst einmal das Feuer, der Schimmer, der Schöpferlogos. Das ist der brennende Dornbusch. Mhm. Das bin ich. Blau, ist es eine Schöpfung? Oder eine unbewusste schöpferische Logik. Weil eine Logik, ein Programm ist ja auch irgendwas Schöpferisches. Aber das Programm weiß es ja nicht, was es macht. Ist ja kein Geist. Erlebst du das immer, der Geist, der Schöpferlogos, aus dem diese ganzen Programme entspringen. Darum ist es auch der Glanz und die Glut. Gall heißt Welle von aufgespannten Erscheinungen oder Spiegelungen. Denk auch an den Lot, an das Blut. Die Hülle. In eine Hülle stecken heißt es. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich interessant, jetzt haben wir die Asche. Ich sage Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wenn wir da ein Hi hin dran hängen, so wie ich das geschrieben habe, ist das hebräische Wort für das Frau, für die Weib, für das Weib. Mhm. Dieses, kann man ein griechisches scharfes S dran machen, das ist dieses ich weiß ja. Ist ja alles unendlich klar. Das ist zum Beispiel das weiße Licht angeblich in der Physik, das aus allen Farben besteht. Das sagt das Weib. Ich weiß ja, dass das Licht, ich sage Licht, ist nichts, es gibt kein weißes Licht. Man kann es nicht sehen. Das Weib ist im Kind, im rot geschriebenen Kind ist dieses Weib. Und das Ganze hast aber auch das Brandopfer. Das Opfern eines polaren Randes, das führe ich dann zwangsläufig zu dem Wort Welt. W-I-L-D. Das heißt nämlich auch Brandopfer. Immer landest du an dem polaren Rand. Mhm. Und Brand, der polare Rand, BR heißt das Äußere. Und du als bewusster Schöpfer wirst jetzt zu dem Opfer von dir selbst. Du musst mehr oder weniger deinen eigenen Körper opfern. Nicht indem du dich umbringst, den anzündest, sondern indem du einfach erkennst, das bin ich ja nicht. Das ist ein Gedanke wie alle anderen Gedanken auch. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt an einen Hirsch denkst, an ein Haus denkst oder an deinen Körper denkst. Dieses Gefühl einer sinnlich wahrgenommenen Information, dass du sagst, ja, ich spüre das ja, wenn ich meine Hände anfasse. Du spürst es aber nicht die Hände. Da kann der Udo tausendmal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, der ist hundertprozentig nicht mitkriegt, ist der Zahn. Und wenn ich dir mit einem Hammer, wenn du jetzt einen Hammer nimmst und auf deine Hand drauf haust, du spürst es nicht die Hand. Und wenn du mit irgendjemandem sympathisierst, mitleidest, der kriegt es gar nicht mit, es ist nur ein Gedanke. Du spürst es, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Punkt. Das ist das große Geheimnis. Und jetzt haben wir hier praktisch die Frau, das ist der Staub. Jetzt haben wir den Staub, der Staub, dieses SD, Asche zu Asche, Staub zu Staub, das sind die Abirrungen und die Abtrünnigen. Das sind all die kleingeistigen Idioten, die du dir ausdenkst, die meinen, die wüssten was. Mhm. Freigesprochen. Wieso freigesprochen? Weil die so sind, wie du sie dir denkst. Dann bist du der Ab in einer, du lebst in einer Abirrung, du bist ein Abtrünniger. Nicht die Gedanken von dir, die natürlich dann auch
Das sind raumzeitliche Spiegelungen, das sind Spiegelbilder von dir selber. Fragmentiert, du bist ein fragmentierter Geist. Das sind alles, die Menschheit, bist du nicht eine Facette der Menschheit, die du dir ausdenkst bei eigener Definition? Ich sage nein, du bist der Geist, der sich die Menschheit ausdenkt. Die Theorie der logischen Typen in der Mathematik lernen. Ein Ordner kann nie ein Mitglied von sich selbst sein. Eine Menge kann nie ein Mitglied von sich selbst sein. Wenn du dir eine Menschheit ausdenkst, Primaten, bist du als der Denker dieser Menschheit nicht ein Mensch, sondern ein Gott, ein Adam. Einfach Russells Theorie der logischen Typen lesen. In dem berühmten Werk Mathematica, bla bla bla. Müssten wir ein bisschen mehr Bildung haben und nicht nur einseitig eingebildet sein. AOB, wir sind im Staub, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dass du lebst in der Welt einer Beschwörungskunst, die zu 99,99% nur aus Meineiden besteht, geistlos nachgeäfften Wissen. Und darum fährst du in die Grube. Das ist die Beschwörungskunst von toten Geistern. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir sind auch Zauberer, aber blaue Zauberer. Kann man sich reinlesen, ist sehr, sehr konzentriert. Ihr seid doch taub für meine göttlichen Worte. Naturwissenschaft. Im Anfang war die Materie. Unser Gehirn hat einen Geist entwickelt, ein Bewusstsein entwickelt. Die Materie hat einen Geist entwickelt. Da muss erst einmal ein Geist da sein, der sich Materie ausdenkt. Ihr dreht alles auf den Kopf. Auch die Rechten und die Linken. Die Rechten sind die Bösen, sagen die Linken. Wir sind für Demokratie und verbieten das und verbieten das. Es ist der pure Wahnsinn, den ich in deiner Welt laufen lasse. Dass du irgendwann mal kommst und sagst, der Menschen können ja gar nicht so blöd sein. Ich sage Affen, die geistlos nachäffen jeden Dreck, jeden Dreck. Die sind blöd. Menschen sind es nicht. Da muss ich aber wissen, was Menschen sind. Menschen sind keine Affen. Und dann doch wieder irgendwie. So, und dieses Call A kannst du ja anklicken. Das heißt, alles ist im Schöpferkopf. Das ist der Schöpferkopf, der rote Kopf. Bei 2252, das ist Ben, kommt dann, und es ist eben das Geheimnis der geistigen Welt. Miss heißt fliehend, Welt haben wir gerade schon gehabt, wie ein Brandopfer. Wie sich diese, ganz nebenbei, dieses hebräische Wort diese, heißt Fantasieren, Wachträumen und etwas vor sich hinträumen. Das ist der Tagtraum. Ist ganz interessant übrigens, dieses Wort kommt in Dennach über 700 Mal vor, wird nicht ein alleinziges Mal so übersetzt. Es wird immer nur als dieser, dieses, dieses, da, diese übersetzt. Und es wird übersetzt, er spritzte, er sprengte, er spritzte etwas aus sich selbst heraus. Das sind deine Gedanken, deine ganzen Spritze, deine ganzen ausgedachten Dinge. Aber das ist ein vor dich hin Fantasieren, ein Wachträumen. Das ist das, was ist. Wenn dir das zu viel ist, musst du halt das 20, 30 Mal anhören. Der Pyramidenwert im Hintergrund ist übrigens Windows 3.4. Ich wollte es bloß nebenbei erwähnt haben. So, das ist übrigens die Statten. Genau diese Stellen kommen in dem Video. Exakt an diesen Stellen fallen diese Worte. Jetzt müssen wir nochmal beachten, wie sich diese vor dich hingeträumte Fantasie der Schöpfung in einem selbst vollzieht, beachte vollziehen, bedeutet etwas in die Tat umsetzen, etwas, et heißt übrigens eine augenblickliche Erscheinung mit 70 geschrieben, das ist die Zeit, der Zeitpunkt, jeder Bild, Bild, Gedanke, 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 ist was? Ein Ausführen und Vollstrecken, SDR sind widerlegte Ecken, das ist diese Struktur des Spiegeltetraeders. Beachte vor allem, vor Gott, vor dem Nichts, ist leer im auseinandergeschmissene Gestalten, die Etymologie. Et ist wieder die Zeit, das ist der Augenblick, da setzt du 70 dafür, Gestalt gewordene Kreisen, Molo, der Moloch, der Geist Gottes ist E Quadrat, das sind wir zwar des Wortes vollziehen, achtet auf die Etymologie, kannst du anklicken. Ich weiß es nicht, wie es dann weitergeht, sagt dieses Pixelmännchen in dem Video. Er weiß es nicht, was dann passiert. Bei 26.02 sagt er aber, hier stellt uns der Verstand sozusagen ein Bein. Polarität ein. Klatsch. Ich nenne es auch in der Physik die Vakuumfluktuationen, die aus der unendlichen Energie, die nichts ist, plötzlich ein Teilchen und ein Antiteilchen, ein Wellenberg und ein Wellental oder Gesundheit und Krankheit oder hell und dunkel gleichzeitig entspringen. Und ich schaue immer nur eine Seite an. Schau das kleine Bild an. Du siehst immer nur eine Seite. Also gut, der Verstand, generierte Verstand,
bistabil erweckt. VR, rechts, links, hell, dunkel, wenn wir das auf die Spitze stellen, ein B ein. Ich würde sagen, wir lassen es dabei. Geschlossene Schöpfung im Nichts, im Schöpfergott. Mhm. Die anderen, ein D auf- und abschwingen, erweckte Existenzen, Sinusöffnungen sind nur hast ein flackerndes Licht, sind nur Statisten. Alle anderen sind nur Statisten. Und eine Argumentation nicht, also hier stellt uns der Verstand sozusagen ein Bein. Ich würde sagen, wir lassen das einfach dabei, indem wir sagen, die sind Statisten. Also diese Statisten werden... Das sind die Antagonisten in deinem Traum. Alle, durch die Bank, sind alle Statisten. Das sind reine Koi's wie in einem Videospiel. Du musst dir keine Gedanken machen. Die haben keine Überlebenschance. Eine Entwicklung vollziehen, was eine auch... Eine Entwicklung, Denk an die Vorsilbe End. Immer für eine. Im Meer. Und das wird uns auf der neuen Zeitlinie als völlig normal erscheinen, was es auch immer ist. Aber wir brauchen da jetzt... Das heißt, wenn du bewusst träumst, versuchst du nicht irgendeinen Gedanken festzuhalten und möglichst lang, dass der da bleibt. Ich sage, jeder Gedanke tauscht sich aus, verändert die und macht was Neues draus. Verstand nicht versuchen auszuquetschen wie eine Zitrone. Es wird nichts rauskommen, weil unser Verstand in diesen Dimensionen nicht denken kann. Das sind die höheren Dimensionen, hat aber jetzt nichts zu tun, wenn dann irgendwelche Esoteriker reden hier mit 12 Dimensionen und so weiter. Es ist mit den 4 ist Schluss. Es gibt Perspektiven, gibt es unendlich viele. Aber Dimension hast ja nur auseinanderfließen. So, und jetzt schauen wir hier, diese Statisten, das lassen wir uns jetzt noch auf der Zunge zergehen. Das ist mein Abschlussbobo, und dann lassen wir es gut sein. Also diese anderen sind nur Statisten. Beachte vor allem die Etymologie des Wortes Statist. Das kannst du anklicken, aber ich habe mal die Etymologie rausgezogen. Statist ist ein Staatsmann, ein Weltklug und intriganter Politiker. Das sind Statisten. In Anlehnung an den Wort Staat kommt das Wort Statist. Das sind all die, die meinen, sie sind offizielle Stellvertreter von irgendetwas, von dem Staat. Und ich sage dir jetzt, wo das Wort offiziell, tausendmal haben wir das gehabt, das kommt von Officio. Ups. Das sind die offiziellen Politiker, die dir entgegentreten, die in dem Weg stehen. Der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden, unser Papst, den jetzt auch ein rauer Wind um die Nase weht. Diese Verlogenheit der ganzen Sekten. Etwas versperren, verbauen, verlegen, hemmen. Insbesondere physisch, politisch oder geistig in einer Sache im Weg hinderlich sein, in deinem Weg zu dir selbst. Von außen nach innen muss führen der Weg, mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Beeinträchtigen. Das Einzige, was die anbeten in ihren vollen Diensteifer, hier. Das Kapital. Viel Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Ich kann es dir nochmal sagen, deinen Politikern, die du dir ausdenkst, sollst die geben, mit deinem eigenen Bewusstsein gehen die Menschen am Arsch vorbei. Für die ist nur ihr eigenes Arsch wichtig. Das ist das Kapitalverbrechen, das ist ein todbringendes Verbrechen und den kriegen sie von mir den Tod. Jeder Einzelne, aber das klingt schon wieder so böse und so grausam. Was mache ich eigentlich? Es geht doch nur um den Geistesfunk. Es geht um den Geist, der ewig ist. Gedankenwellen, Informationen, Existenzen, Existere, herausgetretenes aus dir, fällt doch schon wieder in dich hinein, wenn du es nicht denkst. Auch dein eigener Körper, dein Lebenspartner, deine Eltern, die sind alle in der heiligen Einheit. Denen geht es super gut, wenn du sie nicht denkst. Und wenn du sie denkst, dann sind sie hier und jetzt in deinem Kopf und dann geht es ihnen so, wie du dir das denkst. Und du kannst da nicht sagen, ich sehe doch, dass dir schlecht geht. Dann schaust du deine Information an und glaubst, die Information, die du dir ausdenkst, könnte leiden. Nein. Du hast Zahnschmerzen und du sagst, ich spüre doch, dass du Schmerzen hast. Dein Zahn spürt es nicht. Und dein Kopf spürt auch nichts. Nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Einfacher kann man das doch überhaupt nicht sagen. Nein.
Und das, was die jetzt machen, dass sie Menschenaffen retten wollen, mit ihm, die Leute, die Menschen, die sterblichen Säugetiere retten wollen, das ist die eigentliche Mordart. Man muss sie übrigens nochmal unterscheiden, dass es verschiedene Worte für töten und Mord. Morden ist was ganz was anderes wie töten. Töten heißt eins machen. Das so viele, Gott ist tot. Gott ist all seine Gedanken, das heißt Gott ist tot. Hat nie einer verstanden. Das kommt vom Wort Kapital. Kaputt, den Kopf betreffend. Ich sage immer wieder, dein Kaputt, rot, lateinisch gelesen, wir Altlateiner wissen das, dein Kaputt, der rote UB, der Kopf muss kaputt gehen, der muss zerspringen. Das ist das, was man wissen muss. Und dann schmeißt du Gedankenwellen in dir auf und diese Unterschiede nimmst du wahr. Und das Ganze geht, zerst einmal hier ein Kopf und Wappen. Das ist dieses Spiel Kopf, ein Spiel, in dem ein GL, eine Welle, die sich öffnet, ein kleines Stück, ein Wellenstückchen in die HWH geworfen, in die Höhe geworfen wird. Du bist immer in der Mitte und dann gesehen wird, welche Bildseite im Kind ist. Dann eine Seite, ist entweder hell oder es ist dunkel. Du bist gesund oder du bist krank. Du atmest ein oder du atmest aus. In dem Götterkopf siehst du das. Oder auf der Wappenseite. Das BB ist übrigens FF. Perfekt. Da haben wir schon wieder die Affen. Das ist das Schiff, Ski, das Geschenk von zwei Facetten. Schiff heißt Anja und das heißt auch ich. Das ist das blaue Ich. Ob es nach oben, Kreisenballon, gefallen ist oder in den Geist wieder zurückgefallen ist. Ja. So, und das war's jetzt. 12. April, die kümische Hochzeit, das ist dieses Video, das wir uns gerade angeschaut haben. Und dann kommt noch ein bisschen was drunter. Die Kleinigkeit, das machen wir dann extra. So, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Das war's. Und jetzt sage ich dir gleich von vornherein, wenn du jetzt Panik hast, du hörst dir das Video in Ruhe an, immer im Hintergrund denken, wenn der Raum unbewusst raumzeitlich denkt, wenn er von Krankheiten redet. Und es wird auch auf Leute eingegangen, die sich impfen lassen haben. Das muss ich jetzt unbedingt noch sagen. Deswegen bist du nicht verloren. Du musst bloß deinen Fehler eingestehen. Und selbst wenn du jetzt ein Politiker bist, wenn du ein Arzt bist, ein Professor bist, du musst vom Saulus zum Paulus werden. Ich begnade dich mit all den Sünden, die du getätigt hast, den ganzen Lügen von einer Sekunde auf die andere, wenn du deinen Fehler im tiefsten Innern eingestehst und nicht hinstellst, sagst, ich bin vollkommen verblödet gewesen, ich bin vollkommen geistlos gewesen. Wenn du den Mut hast, das öffentlich zu sagen, werde ich dich begnadigen. So wie der Saulus zum Paulus wurde. Wenn nicht, jetzt kann ich wieder trennen, wenn du nur Statist, eine KI bist, spielt sowieso keine Rolle. Es geht immer Geist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und dann entscheidest du, ob du 1000 Jahre dieses Spiel, das hier beschrieben wird, weiterspielen willst und dann werde ich wieder auftauchen. Das ist, du wirst in den Feuersee geworfen. Oder ob du willst, dass ich in kürzester Zeit, die immer nur hier und jetzt ist, deine Welt in eine wundervolle Traumwelt verwandelt. Nochmal, es wird an dem Tag oberflächlich betrachtet. Das ganz normal sein. Du wirst wach werden und es wird ganz eigenständig normal weitergehen, aber du bist jetzt mehr oder weniger hast du die richtige Entscheidung getroffen. Weil du jeden Moment Cut machst und dich nur noch für das interessierst, was hier und jetzt da ist. Und dass du dir bewusst natürlich immer noch Menschen ausdenken kannst und Kriege ausdenken kannst, aber ich verspreche dir, du bist im Auge des Zyklopen, der Wirbelsturm ist nur wir BL, wir in Gott. Es tobt um dich rum der Sturm. Stur M heißt ihr wildes, noch ungeordnetes, ausgedachtes. Und du bleibst in einer stoischen Ruhe im Zentrum sitzen und dir kann nichts passieren, weil du jetzt weißt, wer du bist. Der Geist, der träumt, was kann irgendein Gedanke den Geist anhaben, der den träumt? Was kann eine Welle dem anhaben, der im Meer, der das Meer selbst ist? Das ist die Symbolik von dem Spiel. Und ich will dann gleich noch dazu sagen, jetzt zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, ja, die haben auch den Weltuntergang prophezeit. Und das ist ja nicht eingetroffen. Das ist das große Problem für diejenigen, die den. Das sind diese Punkte, die hat es schon zigfach gegeben für gewisse träumende Geister. Die anderen kriegen das sowieso nicht mit, die wir uns ausdenken. Und wenn du Geist bist und gehörst zu denen, die sagen, das ist ja nie der Weltuntergang eingetroffen. Wie ELD, der polare Rand, geht von Augenblick zu Augenblick unter, in dem Moment, wo ein neuer Gedanke auftaucht. In dem Moment, wo auf deiner Verabredung ein neues Bild auftaucht, löst sich das bestehende Bild auf.
Es ist alles ganz anders. Mhm. Es ist komplett anders. Es ist heilig. Und du kannst nicht an Wunder, du kannst keine Wunder erleben, wenn du nicht an Gott glaubst, der die Wunder vollbringen soll. Ich werde keine Wunder in dir vollbringen, sondern ich sage, dass ich du bin und ich bin dir bei, wie du das selber machen kannst. Mhm. Das beginnt zuerst einmal, indem du jeden Moment weißt, was du selbst bist. Wer, W-E-Quadrat-R, du bist und was deine Gedanken sind. Und bevor du nicht erkennst, oder bevor du, solange du in dem Wahn lebst, zu glauben, du hast mit dem Zeug, das du dir denkst, überhaupt nichts zu tun, das ist doch der normale Affe, genau, der alles nachäfft. Was habe ich mit den Politikern zu tun? Ja, die denkst du dir doch jetzt aus. Da war doch nur das Wort Politiker. Was habe ich mit dem heliozentrischen Weltbild zu tun? Das denkst du dir jetzt aus. Ist dir aufgefallen, dass keine Politiker und kein heliozentrisches Weltbild existiert hat in deinem Kopf, bevor du das gedacht hast? Berosche, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen, und zwar genauso, wie du dir das ausdenkst. Da ist jetzt gleichgültig, ob du dir Scheibenwelt denkst, ob du dir Kugelwelt denkst, vielleicht eine Matrix-Traumwelt denkst, zur 13th Floor, Inceptions, die Physik, all diese Formeln, alles stimmt, Holofeeling ist alles nötig. Aber es ist ganz anders. Ich kann es nicht oft genug sagen, du wirst von mir nie hören, egal was in dir auftaucht, dass dieser Moment nicht wichtig wäre. Mhm. Wie ich dick in der Mitte. Mhm. Es kann sich nur in unserem Zentrum unserer Kamera Obscura abspielen. Ja. So, jetzt lässt es einmal auf dich wirken und dann hast du reichlich zu tun. Und nimm dir mal die Zeit, die Einträge, hängt jetzt von deiner Reife ab, wie weit du dich mit Holofeeling schon beschäftigt hast, und du musst dir keine Gedanken haben. Bist du noch ein kleingeistiger Hosenscheißer? Sag ich jedes Mal, hast du zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Und solange du noch Angst hast, zum Beispiel etwas zu verlieren, Besitz oder einen geliebten Menschen oder den eigenen Körper, wird sich das ewig ziehen, aber du kannst trotzdem dich immer wieder mit Cut zurückholen, was ist jetzt eigentlich da? Existiert dieser Körper? Existieren meine Hände eigentlich, wenn ich nicht, wenn ich an sie denke? Schnipp! Und jetzt denkst du an deine Nase. Wo war die ganze Zeit deine Nase? Machst du mal das so? Jetzt ist sie da. Was ändert es an dir? Dir? Nichts. Das war das, was zum Sohn da. Das muss gut sein.